Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, wie versprochen habe ich jetzt ein paar Stickies geholt. 500, ja, 500 Stickies, noch entsprechende Ranken dazu. Bäume auch, Inventar voll. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, machen wir die Felder hier raus, die Ranke noch rein. Ja, okay. Dann ist das Motorrad halt fast schon voll, aber okay. Jetzt holen wir uns den Drop, wie angekündigt. Moment, machen wir das Licht aus. Jetzt wieder an. Jetzt habe ich aber einfach schon mal ein paar Stickies in der Tasche. Das kann nicht wieder aufgeschoben werden, vergessen werden, wie auch immer. Was halt noch fehlt, sind Steine. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um Dio kümmern. Gibt es da so einen Elektroschocker-Typ? Ich sehe gerade keinen. Ich mache den jetzt trotzdem erstmal ein bisschen sortiert weg. Statt dann mit Vollgas reinzulaufen. Assassino, oder? Ist weg. Spucker hat reagiert. Kann die Pfeile wieder. Da rennt ein Hasi rum. Pfeile. Ja, es despawnt die Gegner schon und dann finde ich die Pfeile nicht mehr wieder. Zwei Wunde hin. Na, das wird ja spaßig. Wenn wir schon im Rückwärtsgang bleiben. Viel schneller. Okay, Blitzdings. Haben Sie mal einen Headshot, wäre gut, weil Pfeile gehen gleich aus. Ja, easy, wenn man einen Kilometer Platz hat nach hinten, ne? Gut, das sind natürlich für die, die Action sehen wollten, weil ich ein bisschen schade. Dass das so easy gelaufen ist für mich. Haben die diesmal zwei mit hingestellt, das wird immer mehr von dem Zeugs da. Diesmal war ich ja auf den vorbereitet, wusste, was der kann. Ja, es ist einfach besser, wahrscheinlich mal auf Abstand zu bleiben, ne? Der schockt mich immer so. Obwohl ich jetzt ein bisschen Schockresistenz drin habe, ne? Aber es ist so gering. Geh mal ein bisschen weg von mir. Kann er den Kopf mit treffen so? So, das sieht seltsam aus. Muss ich mir da nochmal angucken. Komisch. Okay, jetzt hol ich aber erstmal die Kiste, bevor ich dann noch despawnt. Kiste! Supplies! Was hat's denn hier Schönes? 2x Gold, 57 Won. Eine neue Axt, okay. Schön, hätte ich die Kiste vielleicht doch eher aufmachen sollen. Handschuh, nee. Und dann, ja, der war immer recht spaßig, der Hammer, aber es ist halt leider nur. Ja, kein besonderen Stat hat das Teil. Die Axt hat Stärke plus 15 und Stabilität. Meine hat Haltbarkeitsverringerung und die Giftigspule. So, neue Axt. Können wir gleich mal probieren, weil die andere Axt hat für die richtig dicken Bäume selbst frisch repariert. Boah, bist du ein richtig dicker Baum? Ich glaube nicht. Hat die zwei Schläge gebraucht. Ah, okay, es ist ein richtig dicker Baum, die braucht auch zwei Schläge. Ah, die hat die Aufwertung noch nicht, also im Endeffekt
Wenn die dann mal auf Stufe 4, 5 aufgewertet ist, dann ist nur noch ein Hieb. Ich habe die Kettensäge mitgenommen, extra, um noch fix Bäume zuzuholen, aber man rennt so schnell jetzt auch mit der Suppe und die Kettensäge verlangsamt ja so extrem. Dann brauchst du ein bis zwei Schläge, die Kettensäge halt nur einmal reinpieksen, aber das lohnt einfach nicht. Lohnt kein Stück. So, was ich natürlich nicht mit habe zum Testen. Ich habe noch eine gefunden jetzt sogar. Ja, wie geil. Was ich natürlich nicht mit habe, ist, was für Steine klopfen. Okay, das wird schon mal nix. Also, wo das Game recht früh war. Ich das auch noch nicht auf YouTube hatte, das ganze Zeug, habe ich mit dem eigentlich geformt. Alles. Bäume, Steine. Jetzt hat man das ja abgeschafft, dass man mit untypischen Werkzeugen Dinge formen kann. Und man sieht es auch, der hat ja 130 Schaden, also der macht ja richtig Damage, aber Farmen mit dem Teil, das ist sinnvoll, ist Metall, ne? Brauche ich nicht. Ich sollte mir unbedingt noch ein paar Steinchen mitnehmen. Es könnte aber eine kurze Folge werden, hm? Weil ich zu viel nebenbei gemacht habe. Ist schon ewig viel Zeit verstrichen, weil wir werden ja jetzt nicht in die Horde reingehen, oder? Boah, das überlege ich mir jetzt gerade noch, während ich mal die paar Steine hier hole. Metallfelsen, Metallfelsen, lasse ich jetzt, ne? Ja, da hinten ist noch einer, aber es ist so weite Wege. Wenn ich noch was brauche, ist es halt Stein, ne? Da liegen da noch drei Stücken zusammen. Ja, da war der Drop jetzt auch nicht so richtig prall, oder? Weiß ich. Nichts drin, wo sich der Weg lohnt. Natürlich Geld, ne? Also Geld, natürlich. Da kann man an die Shops rangehen, sich was zu essen holen oder eine gescheite Angel. Kann man da wahrscheinlich einfach mal durchkaufen, bis man eine gescheite bekommt. Mach ich jetzt noch ein bisschen von dem Zeug weg hier. Stahlplatten, 2 und 2 Stangen. Das Auto hat sich aber gelohnt gehabt, ne? Ach, hier ist der Knast. Das Gefängnis. Aha. Gibt's da eigentlich noch was im Gefängnis? Man musste da auf jeden Fall mal hin und so ein Buch rausholen und diesen einen Gegenstand, um das Funkgerät für die Flucht zu bauen. Das hat man ja abgeschafft, zumindest vorübergehend. Das Flüchten ist wohl aktuell nicht möglich. Kann sein, dass es irgendein Buch im Gefängnis gab, weiß ich nicht. Müsste ich in den Forschungstisch reinschauen, manche Sachen sieht man ja auch erst, wenn die davor freigeschalten sind. Uhr, ne, das ist doch noch viel Zeit, okay. Die 21 war wohl gerade erst gefallen, das ist gut. Was muss ich denn zu Hause noch machen? Also ich müsste eigentlich, die 5, 6 Strukturen, die aus Holz sind, muss ich noch aufwerten auf Metall. Nicht nur auf Stein, sondern auf Metall. Und ja, vielleicht ein bisschen Munition auffüllen, ne? Also ich denke, wenn man so 23 Uhr losfährt, ich müsste das mal nochmal genau berechnen, wie viel das ist dann eigentlich an Zeit. Inventar voll, ach du Schande. Ich schätze es einfach mal, dass es vielleicht so 8 Minuten dann noch sind oder so. So viele Metallfelsen, ne? Eigentlich könnte man die mitnehmen, aber die Satteltaschen sind voll.
Die Sticky ist das heftig. Ich hab Brett und einen Stamm. Lass mich mal da mal was gucken. Das hier. Okay, ich baue das mal hier rein. Ist nicht ganz so scheps auf der Straße steht. Kann dann auch hier stehen bleiben. Jetzt habe ich einfach die Ranken zu Stickies, weil die verbrauchen ganz viel Platz hier. Sticky, Ranke. So, mal ein bisschen was verarbeiten. Die werden wir eh. Inventar voll. Fast komplett immer verarbeiten, die Ranken. Gehe ich einfach mal von aus. Inventar voll. Mal neues Decken. So, habe ich jetzt noch ein paar? Nee. Und man sieht's ja, man kann die. Nimmt die Stickies raus, die Ranken zig Tonnen und dann werden ja kaum Sticks daraus. Also das kannst du ja knicken. Das heißt, lass mal einen Stack drin, den brauche ich zum Bauen und vielleicht für ein paar Seile. Oder mach zwei Stacks, mach zwei. So, und den Rest kann ich wieder zu Stickies probieren. Steine stacken hier auch ein bisschen rein. Habe ich sonst noch was schon doppelt? Hier, Seeds, wow. Auch voll. Da hau ich jetzt einfach mal den Hammer mit hier rein oder so. Das passt. Schauen wir nochmal, ob ich die Ranken noch loswerde. So. Kann ich die letzten zwei dann auch noch wegwerfen. Ich wollte mich jetzt einfach noch in das Haus reingehen, weil wir sind jetzt einmal hier. Hatte schon auf dem Weg hierher zu gesagt, dass ich das alles mitnehmen will. Man hofft ja immer auf Spulen. Ui, die Marie ist abgenutzt, schade. Mit der Axt muss man ein bisschen näher ran, wie mit der Marede, ne? Und die schlägt auch viel langsamer. Marede und das Ding mal reparieren. Repair. Was sind wir hier? Du bist aber langsam. Tschüss. Wadenbeißer sollte sich immer von hinten anschleichen, du machst da was verkehrt. Rübe ab, Marede ist wieder scharf. Waffenschrank. Ich hätte natürlich lieber eine Spulenbox genommen. Aber vielleicht ist ja was Schönes da drin. Machen wir das Ding mal auf. Ausdauer und Giftverstärkung. Ausdauer und Kaltverstärkung. Ausdauerverbrauch beim Angriff minus 5. Minus Geräuschreduzierung. Also die ist dann besser, weil der Ausdauerverbrauch runtergeht. Okay. So, hat's hier noch ein Haus. War doch größeres Gebiet. Ah, hier. 22 Uhr. Also noch ein Stündchen, ein paar Minuten quasi. Schreien jetzt erstmal da rein. Das sind bestimmt wieder viele. Die überraschen wir jetzt einfach. Wir waren sehr überrascht. Man hat das an den entsetzten Gesichtern gesehen. Eine Carbox hier am Eck, okay. Ja, ein bisschen Sprit. Geld, jetzt nichts Besonderes. Mülltonne geht nicht. Da war doch jemand draußen, ich geh da mal gucken, sagt er. Das war aber, ich bin da schon drin. Ne, Spulenbox. Die hat mich echt verloren.
Verpeilt. Na, das läuft doch. Ich denke, ich werde auch generell Inventar voll, ne? Sagt bloß nichts. Ich werde auch generell schneller sein, weil ich einfach diese schwere Metallrüstung jetzt nicht mehr anhab. Sondern das leichtere Teil. So, das wollte ich wegtun. Die zwei Seeds weg. Vier Stämme. Normale Knochen, Geflügelknochen hebe ich das mal auf. Wenn es wieder voll ist, kommt dann noch ein bisschen so ein Zeugs raus. Flügelknochen kommen eher weniger rum, weil ich jetzt nicht so aktiv am Vögeljagen bin. Eine Spulenbox mit einem Reparaturkit. Okay, danke für nix. Hab alles. Die Box noch her. Da ist noch ein Haus. Schaffen wir das noch? Bestimmt, oder? Kurz rumlaufen. Gut. Irgendwie abbrechen wollte es gerade nicht. Man merkt deutlich, wie stark wir jetzt sind. Heftig. Vor ein paar Wochen hätte man nie in so ein Haus gehen können. Also nicht so unbedacht einfach so reinstolpern. Da wären wir doch schon dreimal gestorben. Heftig. Da sind wir noch gar nicht so gut ausgerüstet. Also. Ist nicht unbedingt die beste Marede. Stufe 10 ist sie auch noch nicht. Die Rüstungen auch nicht. Ein Fuchs, der hat Bock auf mich, ne? Ja, bleib doch mal da drin. Manchmal wollen die unbedingt rumstressen. So, drei Häuser und ein Schuppen. Das sieht aus wie fertig. Seh dich kaum. Da vielleicht. Gucken, ob noch reinpasst. Kam keine Meldung, das ist doch gut. Da nehme ich die doch einfach noch mit. Nee, außen schieße ich keinen ab. Ah, sie bleibt am Leben. Pass auf, wenn du sie noch schlagen wirst. Tagesworte, okay. Und dann geht's nach Hause. Erfroren und vergiftet. Irgendwann wird dann der Assassine oder so kommen. Okay, vielleicht hat er ja auf mich geschossen, ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall zwischendurch noch ein bisschen mehr Schaden. Weg hier. Ich dachte jetzt echt, das war's, ne? Das Leben war schon recht weit unten und das Gift kam angehüpft. Überlebt. Das ist nicht so schadhaft, das grüne Gift. Das ist einfach nur dieses Lilane, was zu extrem ist. So, wird Zeit, ne? Auf nach Hause, aber jetzt mit Vollgas. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon 23 Uhr ist. Muss einfach mal alles rausholen, ja.
Vielleicht kann man auch ein bisschen diagonaler fahren. Natürlich nicht ins Wasser. Da vorne gleich schützt durch. Ja, das Diagonal ist fast sinnlos, ne? Ja, ab hier kann man ein bisschen schräger fahren. Das war ja gleich ums Eck. Nice! Wenn man unterwegs fünfmal anhält, dann kommt einem das einfach so mega lang vor. Zieh rum das Ding! Schaden genommen, egal. So, nächstes Mal der Superrüstung natürlich. So, der Panzer steht jetzt noch da draußen. Den werde ich jetzt auch erstmal da draußen lassen. Keine Ahnung. Ich schätze mal, ich habe jetzt nicht unbedingt so die Zeit, mich jetzt um das Teil zu kümmern. War natürlich jetzt schon wieder länger weg, aber... Ich habe halt auch ein bisschen Taschen voll, ne? Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das noch da und da. Irgendwie ließ ich das Inventar nicht scrollen. Jetzt geht's wieder. So, da habe ich tatsächlich ein bisschen Platz. Nehmen wir mal ein bisschen Kok raus vor die Nacht schon mal. Und werde jetzt mir noch die paar Stickies aus dem Bike holen. Zumindest mal einen Stack aufbewahren, Stickies. Ne, die anderen Sachen kannst du halt drin lassen. So, ich habe hier noch Metallzeugs liegen. Ein bisschen Beton, Metallstückchen, Steine. Das noch, habe ich jetzt nur einen halben Stack reingenommen von den Stickies. Okay, das war es natürlich nichts, ne? Oh ne, es ist doch mehr. Okay, Kommando zurück. Dann hier noch ein bisschen Baumaterial, ein paar Seile, Nägel. Das Inventar ist schon wirklich voll. Holen wir gleich nochmal einen Sticky Stack raus und Steine dazu. Falls ich nochmal rein muss, noch ein paar machen. Und dann geht es quasi hier raus, ne? Ich denke, alles andere ist hier egal jetzt erstmal. Das hier wäre echt wichtig. Wie schnell das geht, ne? Du brauchst auch nicht mehr irgendwie vorspulen oder irgend sowas, weil das zu ewig dauert. So, ob er hier drüber kommt, ich bezweifle es. Ich schätze mal nicht. Ich lasse das jetzt mit noch einem Balken oben drauf packen. Kann ja durch sein, aber er hat mich eines Besseren, ne? So, die Sachen sind alle aufgewertet schon. Echt? War schon soweit. Belehrt mich eines Besseren, aber er hat mich eines Besseren, oder? Ah! Ich belasse es doch nicht. So, das habe ich alles auf Metall. Das ging jetzt so schnell, dass ich gerade ein bisschen selbst verdutzt bin, wie schnell das jetzt ging. Braucht noch Ziegel. Die Wände da drin sind ja egal. Nicht hier reinfallen, okay. Braucht es noch ein paar Ziegel. Zack. Und jetzt sollte ich vielleicht noch ein bisschen Munition herstellen. Das. Kupfer hier, Kupfer da. Lass mal ein paar Stickies über. Und zerlegt lieber die Kupferträte her. Zerlegt. Die Platten zerlegen, die Stangen zerlegen. Und Munition herstellen. Ah, Schießpulver. Okay, bevor das heißt, die Welle ist gestartet, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Liken und Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns zur nächsten Horde. Wir füllen das noch fix auf. Dann wird sich zeigen, wie es läuft, ne? Also, ciao, bis zum nächsten Mal.